Was geht ab, Friends, und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Little Hope. Und ihr seht, wir spielen genau da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, denn wir sind nun in die Kirche rein. Draußen wartet dieses Monster auf uns und ich habe keine Ahnung, wie das Ganze enden soll. Deswegen würde ich sagen, lehnt euch entspannt zurück, genießt das Video mit mir. Geht vielleicht nochmal in die Küche, holt den einen oder anderen Snack. Und macht euch Kopfhörer ins Ohr. Ganz, ganz wichtig, meine Freunde, denn dann erfahrt ihr die originale Horror-Experience. Und ich bin sehr gespannt, wie es heute weitergeht. Ich quatsch jetzt auch gar nicht mehr so lange und wir steppen direkt weiter mit, wie heißt die Dame nochmal? Taylor. Also manchmal fällt es mir echt schwer, Namen zu merken. Aber jetzt laufen wir mal nach vorne und, ui. Das sind mehrere. Oha. Na, ganz toll. Okay. Mehrere, die draußen auf uns warten. Na, super. Pastoren von Little Hope. Okay, das sind die ganzen Leute, die hier eben gedient haben, wenn man es so sagen kann, beziehungsweise hier gearbeitet haben. Und ich habe ein bisschen Schiss, was uns hier erwarten wird. Diese Tür werden wir wahrscheinlich nicht öffnen können, oder? Nein. Ich verstehe das nicht. Gefühlt jedes Horror-Game gibt einem immer die Möglichkeit, Türen aufzumachen, die aber nicht aufgehen, weil sie verschlossen sind. Oh, was ist da? Das ist immer das Gleiche. Also keine Ahnung, warum man das überhaupt anbietet. Dann lass es doch sein, wenn ich sowieso keine Tür aufbekomme. Untersuchen. Ja, genau. Und aufziehen. Ein Schnapp ist dir. Was haben wir denn hier? Eine zerrissene Seele. Oh. Geist und Seelen mögen den Anschein... Okay, es tut mir leid, aber... Da habe ich gerade nicht so Lust dazu, das zu lesen. Haben wir sonst noch irgendwas? Nein, hier gibt es sonst nichts mehr. Oh, da stand was an der Wand. Was steht da an der Wand? Ach, das kann man noch ansehen. Ansehen. Okay. God has forsaken us. Gott hat uns verlassen. Wer auch immer das hingeschrieben hat. Also draußen lauert auf jeden Fall... ist da... Ah, nee, ich dachte gerade, da ist jemand. Draußen lauert auf jeden Fall das Schrecken. Und da wollen wir eigentlich gerade nicht hin, sondern wollen vielmehr uns hier erstmal in der Kirche umschauen. Jetzt laufen wir ein bisschen schneller hier. Komm. Tust ja so, als würde hier nichts passieren. Was ist mit ihm denn los? Hast du irgendwas gefunden? Scheint nicht so. Oi. Gehen wir mal. Ah! Scheiße! Scheiße, ich bin weg, raus, schnell! Das sind riesen Jumpscares. Oh oh! Versteck dich! Schnell! Jetzt müssen wir bestimmte Entscheidungen treffen. Das ist Stannis, oder? In seiner Vergangenheit. Ja, ziemlich sicher. Stellen oder fliehen? Wir stellen uns, komm. Wir sind ein Held. Und wir haben ein Knife. Zustechen. Ja. Siehst du mal. Was ist das? Ich konnte nicht klicken. Das ist nicht schlimm. Das ist bestimmt nicht schlimm. Ich konnte nicht klicken. Ich schwör's euch, ich konnte nicht klicken. Das war zu schnell. Ja, werf den Stein, werf den Stein. Alles gut. Komm schon, Arschloch. Ja. Boah, alles gut. Beziehung aktualisiert. Ja. Bekommt ein Kind. Ihr seid ein Dream Team. Good job. Gut, dass wir das Messer gefunden haben. Wo bist du? Taylor, komm schon! Sag doch was! Verzweifelt, was tun wir jetzt? Wir müssen etwas tun. Wir müssen etwas tun. Wir müssen jetzt was tun! Warte doch mal! Wir müssen ruhig bleiben! Nein, wir müssen Taylor retten! Wo sind die anderen? Da ist Taylor. Daniel!
Taylor. Oh oh. Pass auf dich auf. Bist du das? Ich kann nicht sehen. Nach rechts gehen oder nach links gehen? Oh, ich mag so entscheiden. Wir gehen nach links. Lass uns nach links gehen. Bist du das? Ich bin hier drüben. Oh oh. War das nicht so die gute Entscheidung, links zu gehen? Nein, das war nicht die gute Entscheidung. Rettet sie! Ja! Greifen! Sehr gut! Spam! Jawohl, komm! Beiß es ab! Helf ihr! Ja, er hat die Pistole. Oh Gott, jetzt bloß nicht failen. Nicht schießen. Knall es ab. Knall es ab. Safe. Er ist nicht treffsicher. Ich hoffe, er trifft. Knall es ab. Bitte treff. Aus dem Weg, ich brauche freie Schussbahn. Oh, er hat's getroffen. Good job. Woo. Oh, wir sind ja einfach durch den Menschen durchgelaufen. Alles egal. Ey, das war gut. Es ist so schön, euch zu sehen. Good job. Hatte schon Schiss. Wir sind noch nicht außer Gefahr. Ich hätte mir jetzt vorstellen können, ich treffe ihren Kopf. Weil er nicht so treffsicher war. Ah, good job. Kurze Pause. Nicht stehen bleiben. Weiter geht's. Nein. Er braucht eine Pause. Vergiss es. Diese Biester jagen uns, nicht euch. Wir müssen hier weg. Niemand ist sicher. Keiner von uns ist sicher. Nicht heute. Geht weiter. Okay. Wie geht's weiter? Weiß nicht genau. Ihr sollt weitergehen. Lasst uns hier eine Weile ausruhen. Was? Okay. Wenn du meinst. Ui. Kurz weggenickt. Du schläfst? Respekt. Schön wär's. Nach allem, was hier abging, kann ich kein Auge zutun. Dabei bin ich total fertig. Eine Idee, wie wir von hier wegkommen? Wir müssen das Mädchen stoppen, wir sitzen fest. Wir müssen das Mädchen stoppen. Also. Wir wissen jetzt, dass keine Hilfe kommt. Wir sind allein. Sieht ganz so aus. Der Beste, vielleicht Einzige, Weg ist, dass wir Mary stoppen. Ja. Vielleicht hilft's, wenn wir Mary aufhalten, klar. Aber was ist mit dem anderen Kind, das immer vor uns wegläuft? Mary und sie verbindet irgendetwas, ganz sicher. Vielleicht will das andere Mädchen uns wohin führen. Wohin? Weiß nicht. Vielleicht können wir irgendwo helfen. Fühlt sich alles außer Kontrolle geraten. Ich glaube nicht, dass wir noch irgendwas tun können. Mary ist der Schlüssel zu allem. Den Verhandlungen, den Hinrichtungen. Klar, aber wie sollen wir sie stoppen? Vielleicht ist sie ja nicht mal echt. Jetzt ist es zu spät. Aus. Ende. Mary ist böse. Mary sieht wie ein Kind aus, aber sie ist das Böse in Person. Wir müssen sie stoppen. So einfach ist das nicht. Ach. Wie gesagt, sie ist nur ein Kind, das ist... Hör mir zu. Wenn wir sie sehen, stoppen wir sie um jeden Preis. Okay. Pause vorbei. Wir können nicht länger bleiben. Hey, wir sind hier sicher. Wäre es... nicht schlauer zu bleiben? Wir finden Mary nicht, wenn wir rumsitzen. Wir müssen los und sie suchen. Weiß nicht, ob's schlau ist, Mary zu suchen, aber... wir sollten zusammenbleiben. Bevor die Geister kommen, macht euch mal aus dem Staub. Aber bis jetzt, es ist alles gut gegangen. Es war eine knappe Nummer, aber es ist alles gut gegangen. Wir haben niemanden weiteres verloren. Angela haben wir leider verloren.
Aua. Lauf! Los! Schnell! Jetzt warte doch mal! Die Zombies sind so langsam. Warte! Andrew, hey! Oh oh. Professor! Bist du da? Wo ist er? Daniel? Taylor? Oh, ich hab's fast nicht geschafft. Alter, hey. Das war so knapp. Aber die Quicktime-Events werden immer schneller jetzt. Wo seid ihr, verdammt? Hi. Oh. Oh nein. Nein, wir müssen uns entscheiden. Ah, wen? Wen? Echt? Wobei, wir haben sie schon einmal gerettet, aber wir retten sie jetzt noch ein zweites Mal. Fuck! Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Oh Gott. Okay, ich muss treffen. Bumm. Sau, sau gut, okay. Los, direkt zum nächsten. Tu nicht so, der geht schon gut. Oh Gott. Rettet ihn doch! Was macht ihr? Okay, das war eine alberne Szene. Hä? Komisches, was ist mit ihm? Professor? Keine Ahnung, wie wir es da heil rausgeschafft haben. Freu dich nicht zu früh, wir sitzen immer noch in diesem Drecksloch fest. Und diese Monster lauern noch auf uns. Wir müssen weiter. Ich mag das nicht, wenn man sich entscheiden muss. Ach so, das ist, steckt fest, deswegen hat es nicht geklappt am Schluss. I see. Das Ding ist, ich mag irgendwie die alle nicht so wirklich, außer Andrew. Hi. Besser das eigene Selbst besiegen, als 1000 Schlachten gewinnen. Dann ist der Sieg dein. Er wird dir nicht genommen. Nicht von Engeln oder Dämonen. Himmel oder Hölle. Vielleicht wird ihnen ja langsam etwas klar. Was denn? Dass die Dinge und die Menschen nicht ganz das sind, was sie zu sein scheinen. Drei Hinrichtungen, drei gequälte Wesen und bisher eine verlorene Seele. Angela, schon eine Idee, was noch auf sie wartet? Versteckt im Nebel? Echt gemein ist, was da kommt. Soll das heißen, wir müssen drei Leute opfern insgesamt, oder was? Um da rauszukommen? Nee, oder? Ja, Andrew ist mein Favorite, muss ich sagen. Den mag ich eigentlich einmal. Wo läuft er hin? Hä? Okay. Ja, dann mach das. Also ich weiß nicht, müssen vielleicht müssen tatsächlich drei Leute sterben, um hier rauszukommen? Eine Idee, aber vielleicht müssen wir ja unsere Pendants retten, um uns selbst zu retten. Ja, oder sowas, genau. Ich wurde erst nach dem Tod meines Doubles gejagt. Guten Pendants. Warning. Ist hier irgendwas nicht kaputt? Okay, Achtung. Gefährlich und instabil. Gebiet nicht sicher. Das klingt einladend. Können wir hier auch rein? Leuchtkäfer. Daher kommt das Licht. Leuchtkäfer sind schön.
irgendwie schön, oder? Sieht seltsam aus. Gut. Okay, was erfahren wir nun? Oh! Stimmt. Nein, nicht möglich. Es muss ein Irrtum sein. Andrew haben wir noch gar nicht gesehen, oder? Vergib mir diese späte Störung. Ich muss dich sprechen. Was quält dich, mein Freund? Es ist Mary. Ich sorge mich um ihre Rolle in den Prozessen. Wir sorgen uns alle. Das ist nicht alles. Ich sah sie lächeln, als ihre eigene Schwester starb. Sie genoss es. Bist du sicher? Ja. Doch nun spricht sie von Schuld und Reue. Und dies so glaubwürdig. Halte dich von ihr fern. Dieses Mädchen bringt nur Unheil. Zu spät. Ihre Geschwister sind tot. Und so lebt Mary denn nun bei mir. Deine Großmut bringt dich in große Gefahr. Was rätst du mir? Lege Zeugnis ab über deinen Verdacht, dass der Tod ihrer Schwester sie erfreute. Ich bitte dich. Ich zaudere. Mary scheint zu bereuen. Du musst aussagen, sonst stürzt du unsere Gemeinde ins Unglück. Niemand ist sicher vor ihren Hirngespinsten. Nun denn. Wenn man mich anhört, spreche ich. Ich bin verhext. Du bist nicht verhext. Sie könntet ihr sonst vor mir stehen. Das musst du mir einfach glauben. Sie beschwor euch als Verbündeten, mein Schweigen zu erzwingen. Nur der Teufel könnte einen Dämonen schaffen, der mir gleicht. Ich bin kein Dämon. Aber wir sehen wirklich gleich aus. Und ja, das ist voll krass. Was wollt ihr von mir? Was willst du vor Gericht aussagen? Über Mary. Ich wollte dort Zeugnis ablegen. Doch jetzt zweifle ich. Du traust mir nicht. Aber du musst aussagen. Erzähl ihnen von Mary. Ja. Hör auf deinen Freund. Ihr seid ein Trugbild des Teufels. Ich darf nicht wanken. Little Hope ist nicht mehr die Stadt von einst. Seltsame, verstörende Vorkommnisse gibt es nun zuhauf. Ihr, was immer ihr seid, seid nur eins davon. Die Entlarvung Marys mag meinen Freund retten, doch es ist eine schwere Last, durch diese Tat ein Kind zu verdammen. Der Pastor ist böse, sage gegen sie aus. Sag gegen sie aus. Dann schütz deinen Freund und sag gegen Mary aus. Die Vorwürfe, all die Toten, das ist alles ihre Schuld. Du musst die Wahrheit sagen. Ein Fluch. Ihr seid wahrlich des Teufels. Das sind wir nicht, aber okay. Okay, interessant. Jetzt haben wir Andrew auch gesehen. In seiner alten Version. Hoffentlich stoppt das die Kleine und holt uns hier raus. Mal sehen. Vielleicht habe ich mich geirrt. Was ist los? Tja, du. Konntet ihr Mary konfrontieren? Nö. Sie war nicht mal da. Mist! Wo ist Taylor? Da war Andrews Dubel. Er wollte Mary anklagen, weil sie nur ein boshaftes Kind sei und nicht mal eine Hexenjägerin. Das kann nur gut für uns sein. Wir sehen Zeug, das hier vor Hunderten von Jahren geschehen ist. Nicht gut. Diese Dämonen? Weiß nicht, wie lange ich den Scheiß noch aushalte. Es überrascht mich selbst, aber tja, ich fühle mich als Teil des Teams. Die Erklärung dafür macht keinen Sinn. Finde ich echt gut. Gar keinen. Passiert mir sonst nie. Ja, voll gut. Ich habe heute auch viel gelernt. Wenn auch nur von Geistern und Dämonen. Wir brauchen einen Helden. Wir hätten einen dieser, Fuzzis gebraucht. Ein Paladin. Einen Gotteskrieger. Ob ihr lacht? Oh, wow. Du bist ja ein richtiges Gamer-Girl. Ich bin halt voller Überraschungen. Die reinste Wundertüte. Fahrt's ab. Manchmal ist so die Synchro in Deutsch richtig komisch. Manchmal sollte man Spiele echt im Original.
Ton hören. Beziehungsweise spielen. Oh nein, es ist wieder zurück. Ey, ich kann dich nicht nochmal ein drittes Mal retten. Okay, diesmal musst du dich selber retten, Taylor. Das kriegen wir hin. Rette sie. Nein! Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ich habe einfach geklickt, ich Idiot. Ich dachte, es ist ein Quicktime-Event. Taylor! Okay, konzentrier dich. Wo bist du? Taylor! Oh, jetzt ist Taylor weg. Geräusch folgen. Taylor! Bist du's? Ja, ist sie. Halt dich fest und lass mich auf keinen Fall los! Heroisch. Schließ sie weg hier, hilf mir. Hilf mir. Hilf mir! Lass mich los! Hol doch dein Messer! Nein! Nein! Faust! Beiß! Jawohl! Nochmal beißen. Jawohl! Sehr gut. Bis jetzt sind wir gut davon gekommen. Jetzt noch einen Herzschlag simulieren. Boah, da oben ist es. Ganz leise. Wir müssen weg, okay? Was zur Hölle ist das denn? Es ist ja nochmal gut gegangen. Ey, ja, die Quicktime-Events werden jetzt ein bisschen schwieriger, aber ich habe auch ein bisschen... Ich habe geklickt, obwohl ich nicht klicken durfte. Das führt uns aus diesem Wald raus. Wir können unterwegs reden. Ja. Würde ich auch sagen. Okay. Weiß nicht, Professor geht mir gerade ein bisschen auf die Nerven. Die ganze Zeit auf ihn warten müssen, aber jetzt rennt er die ganze Zeit vor. Also ich weiß auch nicht. Macht ihn irgendwie unsympathisch gerade. Ich finde ihn eh komisch. Ich mag den irgendwie nicht so. Weiß nicht warum, aber ich finde ihn irgendwie komisch. Was ist hier vorne? Na, da kurz hingehen und gucken, was da ist, bitte. Oh, okay. Ist halt ein Zeichen. Also dieses Puppenzeichen. Hey, das sind Straßenlaternen. Wo sind wir denn nun gelandet? Eine Fabrik? Farm? Was kann das sein? Was ist da mit dem Biest passiert? Es ist weg. Was auch immer es war, es ist weg. Hoffe, du hast recht. Was immer das eben auch war, echt oder nicht. Wir schweben noch in Gefahr. Oh ja. Wir müssen mit dem Richter sprechen. Was ist der Ausweg? Dein Double muss vor Gericht über Mary auspacken. Nur so können wir sie stoppen und diesen Albtraum überleben. Wir wissen nicht sicher, ob es uns hilft, Mary aufzuhalten. Nur eine Theorie. Ja, es natürlich. Es dachte ja auch jemand, dass es uns hilft, Marys Puppe zu verbrennen. Hat auch nicht funktioniert. Und sind wir sie los? Mag nur eine Theorie sein, aber was bleibt uns sonst übrig? Na los, sehen wir uns um. Wir haben aber auch Mary extrem lange nicht mehr gesehen, muss man auch dazu sagen. Warum hängt da ein Haar? Ging das da die ganze Zeit? Okay, sehen wir uns um. Eine Postkarte. Ui. Oha. Oha! Okay. Okay. Der Professor ist also in Gefahr. Es könnte passieren, dass ihm was Mieses zustößt. Irgendjemand nimmt ihn in den Schwitzkasten, wenn wir nicht aufpassen. Kein Eingang. Wie überall in dieser Stadt. Ist so. Alles zu. Kein Licht gefühlt. Was haben wir hier? Bürgermeister begrüßt Grundstücksverkauf. Besorgnis über weitere Proteste.
Wegen Fabrikschließung. Okay. Was ist das? Kann man das anschauen, das Bild? Okay. Stimmt für Carver als Bürgermeister. 3x6. Für Wohlstand in der Zukunft. Samuel Carver. Okay. Nicht so beliebt. Dann gehen wir hier hoch. Also die Postkarte sah auf jeden Fall wild aus. Schaut mal! Hey! Er schon wieder. Wo ist der Busfahrer? Der Typ ist gefährlich. Ich glaube, er kapiert den Ernst der Lage nicht. Na los, rein da! So geil, wie die immer so vor dem abhauen. Der will wahrscheinlich einfach nur helfen. Hey! Aber wo ist der Busfahrer? Den suchen wir doch eigentlich auch die ganze Zeit. Fällt mir gerade so ein. Tja, hier drin war schon lang keiner mehr. Ich hab's mir doch gedacht. Nun muss ich wohl vor dem Richter sprechen. Ja. Ach, mir graut davor. Ob sie meinem Zeugnis wohl Glauben schenken werden? Sie werden ihr Glauben schenken. Viele sind vom Teufel verblendet und sehen die Wahrheit nicht. Daraus erwächst nichts Gutes. Seine Worte werden die Wahrheit verdrehen. Lasst mich urteilen, was wahr ist. Abraham und Joseph sind Teil des Schwindels. Vergesst nicht, ihr habt Joseph erst gestern zum Tode verdammt. Oder bereut ihr diese Entscheidung? Keins der heute abgelegten Zeugnisse stimmt mich um. Joseph war mit derselben dunklen Macht im Bunde wie sein Weib. Das Gericht dankt Reverend Carver, der dem Teufel widerstand, um den Beweis zu liefern. Ich tat nur meine Pflicht. Doch das Gericht steht in der Pflicht, die Wahrheit zu ergründen. Daher müssen wir auch vernehmen, was Abraham Mary zur Last legt. Hört mich dennoch an, Judge Wyman. Die Zeit drängt, Reverend. Fasst euch kurz. Mary hat Tapferkeit bewiesen, als sie das Böse anklagte. Nicht jeder besitzt solchen Mut. Doch zum Dank für die Enttarnung der Hexen in unserer Mitte wird sie verunglimpft. Ihr Mut steht außer Frage. Doch ihre Absichten müssen wir gewahren. Eben jenem Mann, der sie anklagt, ist das unschuldige Kind anvertraut. Er ist einer solchen Aufgabe nicht gewachsen. Das Gericht sollte eine neue Bleibe für Mary finden. Wer soll ihr neuer Vormund sein, Reverend? Ich bin bereit, mich des Kindes anzunehmen. Wenn ihr zustimmt. Zunächst muss das Gericht Abraham anhören. Erst dann können wir über das Kind entscheiden. Abraham? Welchen Weg soll ich einschlagen? Mein Gewissen befiehlt mir, Mary anzuklagen, doch der Gedanke daran betrübt mein Herz. Das Mädchen ist böse. Du musst dem Richter die Wahrheit sagen. Das Kind ist böse. Alle müssen das wissen. Ja? Sag es. Sag dem Gericht, was dich hergebracht hat. Sprich, Junge. Heraus damit. Los. Mary sprach von bösen Geistern. Teufelszeug, Hexerei. Viele glauben nicht, dass solches in Little Hope erspart uns die eitle Rede und den Tratsch. Komm zum Punkt, Junge. Mary hat mir gestanden, dass sie gelogen hat. Sie sah nicht, wovon sie sprach. Sah weder Hexen, noch Teufelsdiener oder Teufel. All das entsprang nur der Fantasie eines Kindes. Verstehst du den Ernst dessen, was du hier behauptest? Ja, werter Richter. Nun gut. Wir sind fertig. Mary wird bei mir bleiben? Angesichts deiner Aussage kann ich das nicht verantworten. Reverend Carver wird Marys neuer Vormund sein, so will es das Gericht. Das ist nicht gut. Erzählt mir alles.
Habt ihr Andrews Double gesehen? Er war da. Er hat ausgesagt, dass Mary gelogen hat. Sie hat nur gelogen. Und jetzt? Wird sie wegen ihrer Lügen eingebuchtet? Vielleicht habe ich das Falsche getan. Wenigstens wissen wir, dass wir was ändern können. Das ist doch gut, oder? Was denkst du? Hat er recht damit? Es war, wie er gesagt hat. Es war, wie er gesagt hat. Was zum Teufel? Wir müssen weg. Nicht zu Hause hier. Ja, nichts wie raus hier. Wobei, das Bild können wir noch kurz untersuchen. So viel Zeit muss noch sein. Aha. Was für Klamotten. Das muss ja ewig her sein. Ach, wirklich? Ja, den Dialog hättest du auch sparen können, geliebter Bruder. Aber es ist, how it is. Gibt's auch noch eine Menge zum Anschauen. Was gibt's hier drin? Ich hoffe auf eine Karte oder so. Ups. Dass wir nochmal irgendwie einen Hinweis bekommen. Was ist das? Leck mich am Arsch. Oh, Moment. Nimmst du mal in die Hand, nimmst du mal in die Hand. Oh, mach doch nicht alles gleich zu. Ja, da kann man bestimmt oben drehen. Da ist bestimmt noch irgendwas, wenn man es umdreht. Oh, nimm es. Ja. Und umdrehen. Nein, Jurisch. Sehr geehrter Herr Barnes, betreff Abmahnung. Nach unseres Chefsleiter. Okay. Alles klar. Es war eine Abmahnung. Das können wir uns auch noch kurz anschauen. In Gedenken an James Clark, 1929 bis 1972. Schmerzlich vermisst von vielen Freunden und Kollegen. Alright, dann gehen wir mal zu den anderen. Schauen, was die so treiben. Weil wir müssen ja scheinbar hier raus, aber dafür haben wir uns ja ganz schön viel Zeit gelassen. Wenn es ja wirklich so ernst sein soll. Komm, lass uns von hier verschwinden. Hörst du das? Jo. Da, unter uns. Was ist das? Wir müssen unbedingt hier raus. Schnell. Ich meine, dass du das schon mal gesagt hast, Professor, und das werden wir jetzt auch tun. Wo geht's hier nach draußen? Das ist schwer. Andrew, beweg deinen Arsch und hilf mir. Kletter doch einfach drüber. Ich gehe hier hin, du da drüben. Na, mach das. Dann schieben wir. Gut. Und los! Schieb. Oh. Good job, Boys. Richtig gut gemacht. Ja, super. Und abgedankt. Oh oh. Daniel! Alles gut? Nein. Hilfe! Gut gehabt. Oh oh. Angreifen oder hochziehen? Boah, angreifen. Daniel! Duck dich! Wir sind doch der gute Schießer. Schieß doch mal, Mann! Easy. Was ist dein Problem? Komm schon! Was? Ich hab doch gedrückt! Ich hab doch gedrückt! Warum hat's nicht geschossen? Greif zu! Mutig. Ja, das wird so nichts, glaube ich.
Was macht der Professor da hinten? Unvorsichtig, ich muss hier raus. Oder los, los. Lauft! Was? Was für los? Ich hab... Was? Hä? Das war doch nicht... Hä? Ich dachte mit... Hä? Okay, das wird jetzt ein Fight. Ja gut, das, er hätte ihn so oder so nicht hochbekommen. Das tut weh, nicht wahr? Kämpf weiter. Spam. Easy. Daniel, bist du da unten? Wir haben schon mal jemanden im Keller verloren. Aber wir haben es bis jetzt geschafft. Sag doch was! Er lebt noch. Ganz ruhig. Gib uns ein Zeichen! Zeichen. Ja. Los jetzt, bevor noch was passiert. Wie sie davon schleichen. Uhr 47, also bald wird's hell, sofern es dort hell werden kann. Daniel? Wo zur Hölle bist du? Antworte! Siehst du Daniel? Nein. Ist noch nicht da. Okay, gehen wir weiter. Daniel geht sicher gut. Holt uns bald ein. So wie Angela, oder? Angela ging's auch richtig gut unten im Kanal. Just saying. Geht's dir gut, Daniel? Ja. Wo zum Teufel ist er hin? Bleib cool. Wir finden ihn. Ich denke auch, dass wir ihn finden. Das wird schon irgendwie hinhauen. Was ist das? Daniel? Daniel. Wo bist du? Daniel. Andrew! Hey! Hey! Leute! Ja? Bin hier oben! Mann, ist das schön, euch zu sehen. Ach, geht mir auch so. Willkommen zurück. Oh mein Gott. Dachte, du wärst tot. Ihr könnt euch küssen. Mich wirst du nicht los. Küsst euch einfach, weil wer weiß, wann ihr nochmal die Gelegenheit habt. Ja, lieber mal schnell weiterlaufen. Guck, hat jemand von euch Mary gesehen? Noch nicht. Nein, noch nicht, aber wir werden sie bestimmt noch finden. Was soll ich hier machen? Ah, okay. Mit einem Zeichen. Das kommt mir bekannt vor. Soll mir das auch bekannt vorkommen? Ah, hier können wir auch noch was untersuchen. Hm. Burn in Hell. Pur. Entlassen, Herr Clark. Getan? Herr Clark wurde gestern aus der Polizeidienststelle Laub entlassen. Ein Strich wurde unter den tragischen Fall des Wohnhausbrandes der Familie Clark gezogen. Okay. Schaulustige beobachteten, wie Anthony Clark, der einzige Überlebende des Feuers, das Polizeigebäude verlassen durfte. Donnerstagnachmittag, ein Schaulustiger zur Situation. Der arme Kerl, wahrscheinlich machte gerade die Hölle durch. Der Herald forderte Herrn Clark zu einem Kommentar auf, aber er gab Clark die Schuld am Feuer, welcher eine Schachtel Streichhölzer in der Hand hielt, als er am Schauplatz gefunden wurde. Wir erinnern uns am Anfang des Spiels. Beim Verlassen der Polizeidienststelle Little Hope konnte man hören, wie Passanten Clark zuriefen, er solle in der Hölle brennen. Oha. Ja gut. Wer ist das denn? Achso. Das sieht ganz anders aus. Ist das das Haus? Da im Nebel. Ja, oder? Was ist das? Das ist das Mädchen. Das ist Mary. Ja, das ist dort das Haus von Familie Clark. Wo alles angefangen hat. Was auch passiert. Wachsam bleiben.
Jo. Ja, das tut mir leid. Ah, guck mal, jetzt kommen wir in genau dieselbe Situation. Ist niemand in Little Hope sicher, Joseph. Drum müsst ihr sterben. Selbst euer Weib Amy machtet ihr zu einer Teufelsbuhle. Verdammt mich euch. Doch wagt es nicht, meine Frau zu schmähen. Ihr widersetzt euch noch? Ich muss euch den Teufel austreiben, um uns zu schützen. Oh, wen schützt ihr schon? Joseph, entsagt ihr den Teufel und all seinen Werken? Ich sündigte nicht. Ich bin kein Diener des Teufels. In unserer Stadt herrscht der Wahnsinn. Und Schuld ist die Satansbrut. Mary. Wir müssen das stoppen. Mary konfrontieren, Joseph helfen. Ich weiß nicht, was mehr Sinn macht. Wir konfrontieren Mary. Fort von mir! Gib das her! Seht! Seht, wie das arme Kind leidet! Joseph hält sie noch im Griff des Teufels! Mehr Steine! Ja. So zermalmen wir den Teufel in ihm! Zaudert nicht! Das Schicksal von Little Hope hängt davon ab! Guck mal, dasselbe wäre doch auch passiert, wenn wir Joseph geholfen hätten. Da hätten die auch gesagt, oh Gott, der Teufel! Der Teufel will ihr helfen, der will ihm helfen, bla bla bla. Das wäre doch aufs Gleiche gekommen. I don't know, ob es was geändert hätte. Ich glaube nämlich nicht, weil wenn wir Joseph geholfen hätten, hätten die doch auch gesagt, der Teufel. Wir müssen ja dieses kleine Kackmädchen endlich mal konfrontieren. Am Schluss ist die einfach voll lieb. Das glaube ich nicht. Was war los? Sagt schon. Wir haben nicht mehr viel Zeit. John, weg da! Das Ding ist, ich beschwöre ja immer mehr Monster. Bist du verrückt? Wir müssen weg! Ich beschwöre immer mehr Monster in diese Welt. Komm her, du Biest! Trau dich! Ich verkack, glaub, das ganze Spiel, gell? Schlag ihn ins Bein. Heroisch, wir machen heroisch. Lass mich zurück und ich rette dich. Das Ding hat nur auf mich abgesehen. Weg hier jetzt! Ich muss halte es auf! Du musst weg von hier! Es muss einen anderen Weg geben! Das ist dämlich! Du musst da weg! Sorry, ich fand es einfach zu episch, das zu drücken. Das musste sein. Hey, ist aber alles gut gegangen. Ist das weg? Ich glaube. Oder? Ich sehe es nicht mehr. Oh.
verdammt sind wir jetzt? Heroisch war doch gut. Als wär's abgebrannt. Manchmal muss er Sachen riskieren. Hier stimmt was nicht. Je schneller wir hier wegkommen, desto besser. Ja, das ist das Haus, wo wir ganz am Anfang gespielt haben. Hausruine. Da hat alles begonnen. Oh, eine Karte. Was? Wer war das? Also eine Höhlenexpedition? What? Okay. Was auch immer das war. Sehen und dann sehen wir das Viech. Nein, es ist nicht mehr zu sehen. Okay. Die kommen. Die haben sich alle vereint. Das Ding ist, ich habe das Spiel natürlich jetzt schwieriger gemacht, weil ich keinen von den Leuten gerettet habe in der Vergangenheit. Das heißt, ganz schön viele Gegner. Nicht wahr, mein Freund? Gehen wir mal zur Treppe. Ja, was ist das? Ein Bild. James und Anne. Ja, das waren die Eltern. Das müsst ihr euch anschauen. Ah, jetzt checken die's. Bitte was? Angel und ich verheiratet? Ja. Ja, jetzt wird's ganz, ganz weird, ne? Ich glaube, hier ist auch das Showdown. Ich glaube, dass hier auch das Ende sein wird, weil hier hat halt alles angefangen. So denke ich, dass es auch hier zu Ende gehen wird. Was passiert jetzt? Hat sich's aufgehängt? Ah. Jetzt kommt da safe auch nochmal ein Geist. Oh, das ist der ekligste. Das ist der ekligste. Okay, euch ist offensichtlich klar. Was ist hier noch? Da ist irgendwas an der Wand. Ui. Okay, wir erinnern uns auch noch, ganz am Anfang im Intro stand ja Mary auch neben irgendeinem riesigen Wesen, der Dämon oder was auch immer das sein soll. Wo ist die Treppe nach oben? Und was gibt's hier noch? Da ist ja noch was. Okay, das geht jetzt von der Seite nicht. Tür wahrscheinlich auch nicht mehr aufmachen, ne? Nein. Okay, dann Treppe hoch, oder? Weil da ist ja Mary hin. Ah, Freundchen, zurück. Hier hoch. Darum ist Mary, ihr hört's. Was war das? Mary. Wahrscheinlich das Mädchen oben. Ja. Wir müssen sie finden. Ja. Da ist sie. Sprecht mit ihr. Bleib hier. Schallplatte. Hast du wohl auf die Platte auf? Andrew, das ist ein Trick. Er weiß, dass ich dem Richter alles beichten wollte. Nein, halt. Schätzt ihr mich? Oh, bitte. Hier stimmt irgendwas nicht. Ich versichere den hier Versammelten, dass der Teufel unsere Stadt verlassen wird.
Mit Gottes Gnade wird Little Hope obsiegen. Ihr habt mein Wort. Dieses Gericht tagt eilig, aber aus gutem Grund. Wenn wir Little Hope endlich von der Saat des Bösen befreien wollen, müssen wir rasch handeln. Mary ist halt besessen. Ich klage dich, Mary, als Hexe an. Was sagt ihr, Reverend? Die Beweise, die meine Untersuchungen erbrachten, sind unstrittig. Mary nutzt die Puppe, um den Teufel anzurufen und ihm zu dienen. Dieses Kind hat uns genarrt mit ihrer falschen Unschuld. Ob dieser Puppe wurde zu Unrecht Tabitha angeklagt. Gehörte die Puppe doch nur Mary und Mary allein. Sie ließ die Hinrichtung ihrer Schwester geschehen und wohnte ihr schweigend bei. Das ist nicht wahr! Ihr lügt! Nun bezichtigt dieses Kind, diese Satansbrut in ihrer Tollheit, mich, einen Mann Gottes der Falschheit! Das ist Wahnsinn! Die spinnen doch total! Es war nie meine Absicht, der Stadt zu schaden. Oder den Bürgern. Könnt ihr mir helfen? Was kann ich tun? Weil du besessen bist wahrscheinlich. Kannst ja nicht hören. Ich würde es aufhalten, wenn ich könnte, aber... Nun, da es ihr an den Kragen geht, ersucht diese Teufelin erneut die Hilfe ihres Meisters. Ich erbitte Gnade. Helft mir in meiner Not. Ich brauche euren Rat. Carvers böse. Wir müssen das stoppen. In diesem Saal wütet der Wahnsinn. Carver, er ist der Bösewicht. Ja. Man hat uns boshaft getäuscht. Die Wahrheit verborgen, doch nicht von Mary. Reverend Carver bringt uns dazu an, den Teufel zu glauben. Schweig! All dies ist du sein Werk. Du täuscht uns nicht mehr. Deine wahren Absichten sind enthüllt. Ich werde diese Stadt vom Bösen befreien. Er weiß, wovon er spricht. Carver ist der Schuldige. Wie kann ich Little Hope wieder ins Licht führen? Ich fürchte den Reverend und seine Macht. Boah, zerstör die Puppe. Wenn die Puppe böse ist, zerstört sie einfach. Und das war's. Der Reverend hat recht, die Puppe ist schuld. Denn sie zog Mary in ihren Bann. Zerstört sie und Mary wird geheilt. Befreit von ihrem Fluch. Wenn Mary wirklich so im Bann der Puppe steht, sollten wir diese zerstören und sehen, ob das Kind entzaubert wird. Wir haben die Puppe verbrannt, Reverend, das hat nichts gebracht. Verbrennt die Puppe, zerstört sie. Uns. Handeln wir nicht zu schnell. Das Mädchen zerstört muss für ihre Fehltaten büßen. Stellt meine Autorität nicht in Frage. Gehorcht mir! Lass es gut sein. Du kannst jetzt nichts mehr tun. Ich bin irgendwie total verwirrt. War's das? Wär mir nicht so sicher. Was, wenn ich alles noch schlimmer gemacht habe? Ganz kurz, also es ist ja offensichtlich, dass der Reverend, dass der böse ist. Also dass der halt nur Böses will und die ganze Zeit nur Böses sucht. Das kleine Mädchen ist ja an sich nicht böse. Ich muss niesen. Aber sie ist halt besessen. Das ist das Problem. Das ist das, weswegen man sie halt... Ja, aber das Mädchen an sich ist ja nicht böse. Das mal kurz... weil ich immer gesagt habe, das böse Mädchen, aber an sich ist das Mädchen ja nicht böse. Sie ist halt besessen. Unsere ganzen offenen Fragen... bleiben wohl offen. Los, weg hier. Die Kleine sehen wir nie wieder. Thank you.
hinter dir. Nicht schon wieder. Alter, wie oft will die denn noch am Hals gepackt werden von der Zunge? Unschlüssig. Hinterlistig. Oh Gott. Oh! Okay. Crazy. Ach, es ist alles wieder in Ordnung. Hä? Hey! Was ist das? Er schon wieder. Tut mir leid. War ja nicht deine Schuld. Wir haben beide in den letzten Jahren viel durchgemacht. Etwa eine Meile von hier gibt's einen Diner mit einem Telefon. Du rufst Hilfe, verlässt diesen Ort und kommst nie mehr zurück. Hier gibt's nichts mehr für dich. Ist das nicht das Diner, wo alles angefangen hat? Tut mir leid, was ihr heute wegen mir durchgemacht. Wir haben schlimme Stunden hinter uns. Ja. Und du besonders. Das wird mich ewig verfolgen. Du bist nicht allein. Mach dich nicht so fertig. Es war für uns alle das weißt schlimm. Du doch. Endlich kommen wir von hier weg. Warte. Wären wir nur alle hier. Er ist der Busfahrer? Jo, warte. Das ist Andrew. Wir leiten den Verkehr durch Little Hope. Wie geht's, Kumpel? Sie wirken etwas verwirrt. Alles gut. Ich will nur diese Leute heil nach Hause bringen. Ein kurzer Umweg wird sie wohl nicht groß stören. Seid ihr bitte mal still? So kommen wir nicht weiter und finden auch keine Hilfe. Hallo. Wie geht's? Sorry. Haben Sie unseren Busfahrer gesehen? Was? Er ist weg. Ja, witzig. Ich glaube, du brauchst einen Drink. Danke, lieber nicht. Ich brauche einen klaren Kopf. Du solltest jetzt nichts trinken. Das ist keine gute Idee. Ich hab sonst nichts mehr.
Wir wüssten jede Hilfe wirklich sehr zu schätzen. Da gibt's nichts zu helfen. Arschloch! Du meinst, du kannst auf mich schießen? Komm raus, Feigling! Hey, ganz ruhig! Ich wollte nur helfen! Hast du es nicht gesehen? Wovon redest du? Hier draußen ist nichts! Hey! Ich glaube, er kapiert den Ernst der Lage nicht. Yo, übelst mieser Plot-Twist. Doch wir sehen uns wieder. Zumindest noch einmal. Was ein verschicktes Ende. Alles war nur Einbildung. Aber dann würde ich gerne wissen, ich habe dennoch nicht alles ganz verstanden. Was hat es dann mit der, mit den Menschen zu tun aus der alten Zeit? Also was hat es damit zu tun, wisst ihr? Das habe ich nicht so ganz verstanden, den Zusammenhang. Vielleicht, weil ich halt verkackt habe und wir nicht ganz erfahren haben, was damit auf sich hat. Crazy, Mann. Cooles Spiel, muss ich sagen. Es hat mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch, meine Freunde. Das war Little Hope von der Dark Pictures Anthology. Und ich weiß, dass es noch weitere Dark Pictures Anthology Games gibt. Noch weitere Geschichten. Wenn ihr Bock habt, dass wir die spielen, schreibt es auch sehr gerne unten in die Kommentare. Es gibt noch Man of Medan. Das ist das, was auf hoher See spielt. Da findest du so ein Geisterschiff und bist an diesem Geisterschiff. Dann gibt es noch eins irgendwie in der Wüste. Ich glaube, in der Pyramide oder so drin. Oder in der Höhle. Das soll anscheinend auch richtig krass sein, das ist ein sehr aktuelles. Und jetzt kommt noch ein ganz neues raus, ich glaube sogar noch dieses Jahr. Also schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr wollt, dass wir ein weiteres Spiel von den Machern von Until Dawn und The Quarry spielen. Ein weiteres Kapitel der Dark Pictures. Dann schreibt es sehr gerne in die Kommentare. Wenn ihr ein anderes Spiel sehen wollt, könnt ihr es ebenfalls sehr gerne in die Kommentare schreiben. Und in dem Sinne bedanke ich mich natürlich wieder herzlich bei euch, dass ihr dabei wart und dieses Let's Play mit mir gemeinsam gespielt habt und mich dabei unterstützt habt. Hat mir sehr viel Spaß mit euch gemacht. Und wenn ja, schreibt es sehr gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns nächsten Montag mit mal schauen, was es wird. Ihr entscheidet. Schreibt es in die Kommentare. Macht's gut, meine Freunde. Natürlich gibt es am Mittwoch ein weiteres Darknet-Video. Und am Samstag lasst euch einfach mal überraschen, was da für ein Video online kommt.
Ihr wisst ja, ich lade immer 3-mal die Woche ein Video hoch. In dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Zudem möchte ich mich an dieser Stelle wieder bei meinen Patreon-Mitgliedern bedanken, besonders der Stufe 2 und 3. Und das wären Alina Eisentraut, Andy 1323, Bibi Spooky Gamer Girl, CX Sensor, Dave, Major Kai, Michael F., Patrick und Jenny 2017, Pyrojan 95, Rexy TV, Saskia Pfeiffer, Sonnet Ümit Chakir, Tonbi 27 Jakobi, Totti Botti, Verena Alberer, Yasuchan, Yvonne, Aliokto, Angelina R., ASMR Ruby, Babsi Butterfly, Brody's Rainbow, Claudia Stetter, Daniel, Daria, DG85, Ehren, Blü, Ella, Enga, Fabienne, Janitza Würsching, Fluffy, XO, Gaba 192, Giuseppe Corrado, Gohard, Yannick Peters, Jennifer Karg, Jenny Doe, Joanne M., Joel Schnell, Kai, Cassie, Kilian, Kim S., KK, 1987, Cool Rap Car, Lea, Lil Peep, Part 1, Madia, Ahmed, Mandy 172, Markus Pyrasch, Markus Hübner, Matthias HM, Max, Maximilian Hanke, Meier 5000, Michael, Mira Jane, Nancy Koch, NecroV1, Nico Hund, Nini, Noah Jones, Leitenbauer, NW, SHTZ, Passi, Philipp, Release, Rick, Sangis, Angelus, Sina Beck, Cindy Waschke, Strubbelhaar, Susi Novakovic, Sven Schulz, Thiago Fernandes, Tom K., Xenia, Yolandi, Neko, Kati, Zephi Rau und Zero Hour. An dieser Stelle natürlich wieder vielen, vielen Dank für euren Support. Ich bin euch unglaublich dankbar.